Also wenn ich rein von der Optik sagen müsste, dieser Spieß, der könnte ganz oben mit dabei sein. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir suchen den besten Döner Deutschlands. Heute für euch eine NRW-Tour. Und ich sage euch, ich habe die Top-Elite rausgeholt. Ich habe alle eure Kommentare durch. Ich habe wirklich stundenlang verbracht, habe das Internet recherchiert und für euch die Top-Döner in ganz NRW rausgesucht, die mir unter die Lupe kamen. Wir haben viele Döner heute ordentlich Programm. Hier am Ende des Videos hier zum Beispiel ein Döner mit Minze drinnen. Und wie es der gute Schauer sagen würde, wir haben eine riesen Konkurrenz an Fleisch. Du kannst hier nicht mehr mit einem Standardspieß um die Ecke kommen. Also erwartet wirklich, das kann ich euch sagen, was Fleisch angeht, eine hochqualitative Döner-Tour. Und die ballern wir uns jetzt. Haut mir Kommentare für den besten Döner Deutschlands. Hier ist der Preis auf, das ist mächtig hoch. Schlag meinen bisherigen besten Döner. Wer schafft, bam, sagt den Preis ab. Ja, wir sehen uns jetzt gleich beim Döner-Test. Erster Laden, Japrak, Dönerspieß, Remscheid. Liebe Community, heute ist ein ganz besonderer Tag. Holle ist extra für euch nach Köln gefahren und nicht etwa um Karneval zu feiern. Heute ist Holle in Köln, um ganze 5 Döner zu testen. Der Name Japrak-Döner bietet sich an für schlechte Wortwitze, die ich hiermit ausspare. Ihr fragt mich, Danny, wie macht man eigentlich einen traditionellen Dönerspieß? Ich sage, findet es heraus im saftig-knöftigen Urteil des saftig-knöftigen Holle. Wir sind jetzt beim ersten Döner und ich sag euch gleich ein Schwergewicht. Japrak-Döner, traditionell. Ihr werdet gleich sehen und dann werdet ihr auch wissen, was ich meine. Das ist nicht nur einfach gesagt, eine traditionelle Zubereitung vom Döner. Nicht so, wie wir es kennen. Normal, die machen es anders. Und seid gespannt, was euch jetzt von diesem Döner erwartet. Also wir sind jetzt beim Japrak-Grillhaus. Wir haben den Chef hier am Start. Das ist ganz andere Art, wie er das hier macht. Eine Besonderheit schon mal, ne? Die drehen den Spieß selber, weil die Qualität, wenn die es selber drehen, was ist der Sinn der Sache, dass ihr es selber dreht? Was ist... Die Saftigkeit ist besser, ne? Das ist richtig. Für wie viele Jahre ist der Laden schon hier? Wir sind zweite Generation hier. Ist der noch von Resul, der Vater, noch hier oben? Ja. Hygiene ist hier groß geschrieben. Viele haben in den Videos auch nach Hygiene gefragt. Manchen kann ich nicht auf den Schlips treten, weil dann darf ich nicht mehr drehen. Alles sauber. Und ich kam unangemeldet, ne? Ich habe mich nicht angemeldet hier. So, muss ein bisschen Fett dabei sein. Mhm. Da seht ihr mal, da kommt extra Fettschichten drauf, um den Geschmack halt nochmal hochzuhalten. So, machen wir den Bar. So, seht ihr, das ist doch schön. Schön rosa vollendet das, ne? Das ist das. Das ist das rosa sein. Das ist hier für mich eine Tour, sage ich jetzt schon, besondere Döner. Das sind für mich ganz besondere Döner. Keine Soße drauf, ne? Gar keine Soße. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Aber damals, als ich ein Kind war, auf dem Weihnachtsmarkt, da war das noch üblicher, seinen Spieß und alles selber zu machen. Dass man wirklich Qualität im Essen hatte. Da wurde mir vom Spieß auf dem Weihnachtsmarkt frisch Fleisch abgeschnitten, in ein Brot gelegt. Keine Soßen, gar nichts. Und du hast die Qualität direkt gemerkt. Und das ist einfach für mich Oldschool-Feeling in die Kindheit so katapultiert. Tomate drauf, ganz basic alles. Du kannst die Tomate nehmen. Nimm die gleiche Tomate, schneid 3 Scheiben ab, leg jede Tomate auf einen anderen Döner. Und durch diese Kombination von Zutaten schmeckt die Tomate auf jeden Döner anders. Hier hat die Tomate eine leichte Säure, perfekt kombiniert mit den Kräutern und dem Fleisch. Phänomenal.
So, ich werde jetzt dir mal die Bewertung geben für deinen Döner, ne? Ich mache immer Bewertung von 1 bis 10. Ich gebe dir 8,6 Punkte von 10. Sehr, sehr top Ergebnis. Ich sage dir ganz ehrlich, das Brot klaut deinem Fleisch die Show, was absolute Top-Qualität ist. Und das hat ein bisschen zu viel Wumms. Sonst hätte es eine höhere Bewertung gegeben. Deutlich höher. Nur ich muss an der Stelle professionell bewerten, weil das Brot zu präsent war. Aber auch das ist eine Top-Bewertung, ne? 8,6 von 10. Jedem kann ich empfehlen, hier essen zu gehen, weil das Fleisch ist einfach. Das ist wie damals. Sehr cool. Das ist gut. Das ist einfach gut. Also, ich brauch das nicht zu sagen. Ja. Also, wir haben es schon entschieden. Ja. Ich brauche mich nicht empfehlen. Empfehlung ist schon gekommen. Ja. Empfehlung da. Das ist so. Bist du, nachdem ich deine Toilette kurz entjungfert habe, quasi, muss ich mich von dir verabschieden, ne? Dankeschön. Sehr gastfreundlich. Alles Gute, ne? Ja, dir auch. Und wie gesagt, geht hier essen, das ist top. Das ist, wenn der Risto gewusst hätte, dass ich die Toilette fast verstopft hätte, wäre nicht mehr so nett zu mir gewesen. Es geht zu Mevlana. Es geht zu Mevlana. Ich bin sehr gespannt. Sogar der Chef hier empfiehlt. Wir sind jetzt fast bei Mevlana. Ich komme direkt hier rein. Ich muss hier noch mal viel mehr Döner-Tour machen. Oder was ich auch mal machen will, schreibt es rein in die Kommentare. Grillteller-Tour, türkisch essen und. Alles direkt vom Grill. Guck mal, hier auch noch mal ein Japrek-Döner. Ich bin jetzt im anderen Dönerladen gelandet. Oh, scheiße. Ich glaube, wir nehmen einen Döner mehr in das Video auf, als ich da aber auf Schnellformat. Guckt euch den an. Liegestützprogramm, ein Döner mehr. Ich glaube, das geht nicht anders. Ihr habt Tzatziki, scharfe Soße habt ihr, ne? Ich nehme dann Tzatziki und scharf werde ich nehmen. 45 Minuten Liegestütz geballert, eben noch einen kleinen Spaziergang. Hier sind auch die heftigsten der Straße, die heftigsten Köstlichkeiten. Und jetzt gibt's, ja, guckt euch mal von hier an. Schön knusprig von da. Guckt euch mal das Tzatziki an. Ganz, ganz cremig. Weißt du, wie hier das Fleisch von welchem Teil von Rind ist das, weißt du? Ja. Und ein bisschen Lammrippen. 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 Ach, Lamm ist auch noch drin. Lammrippen ein bisschen, ja. Ah, das gibt richtig schönen Geschmack, ne? Lecker. Japrak? Japrak. Japrak, das ist ja junges, also Kalb ist es, ne? Kalb. Bis wie viele Monate? Sechs Monate. Oh. Lecker. Schwer zu bekommen, ne? Nicht. Nein? Sehr vielversprechend. Ich hab's auch noch nicht gegessen. Sehr vielversprechend. Tzatziki sieht geil aus. Scharfe Soße, nicht so wie bei jedem. Guckt euch das mal an. Die haben garantiert, haben sie gesagt, hier in diesem Laden, wenn es nicht schmeckt, musst du nicht bezahlen. Finde ich geil. Auf dem Weg zu Mevlana, da ist ja schon einmal die Bewertung von mir vom Japrakill. Brot, sage ich frei raus, nicht besser als bei anderen Läden, nicht schlechter. Kam mir wie, sag ich mal, so Standardbrot vor, aber das Fleisch muss man würdigen. Das war Topfleisch, selber gemacht. Ist aber nichts, was bei mir bei den selbstgemachten Dönern wirklich ganz oben mitspielt. Aber ich gebe ihnen 8 von 10 Punkten, war lecker. Auch die Soßen top gewesen, da kannst du überhaupt nicht meckern. Diesen Döner kann ich jedem empfehlen, dass er da vorbeigeht. Das war wirklich ein wirklich leckerer Döner. Leider durften wir nicht rein, aber ich sage euch heftig, die machen halt auch alles selber. Und die haben einen Hackspieß aus Kalb und Lamm und die haben auch ein Scheibenfleisch Kalb und Lamm. Ich habe beides genommen. Geil. Und wir werden jetzt sehen. Erstmal dickes Brot wieder. Also hier ist oft dickes Brot, hatten wir vorhin auch beim Japrak-Döner in Remscheid. Also hier haben wir den Japrak-Döner in Scheibenfleisch. Auch ordentlich Fleisch gemacht, ne? Ich weiß nicht. Die Geschmäcker scheinen ja in anderen Regionen in Deutschland anders zu sein. Bei uns ist es überall dünn. Und es, vielleicht ist es, weil ich es gewohnt bin von Kind auf. Und hier mögen es die Leute lieber, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man richtet sich nach dem Bedarf, nach den Wünschen der Kunden. Aber das Brot ist nicht mein. Da kannst du das Ganze, das nimmt dem Fleisch die Show. Geniale scharfe Soße. Einfach unglaublich. Ganz edle Fruchtigkeit, schöne Schärfe. Ganz lang auch. Bleibt die im Mund, im Nachgeschmack. Okay, hier haben wir den. Ich bin gespannt. Das ist der Hackfleisch, ja. Das sieht man auch. Sag ich ehrlich, Scheibenfleisch ist nicht immer besser. Das hier gefällt mir besser als das Scheibenfleisch. Also bei dem Laden. Also die Soßen sind einfach ein Traum. Ein absoluter Traum. Das im knusprigen Brot wäre böse. Böses Ergebnis. Kurz und knackig. Beide haben mich nicht umgehauen, waren aber sehr lecker.
beide Döner. Ich gebe dem Scheibenfleisch 8,2, den Hack 8,3. Das Problem ist, es ist überdurchschnittlich Fleischqualität, die sehr, sehr lecker ist. Könnt ihr mir vorstellen, so ein Döner-Teller zu essen? Geile Soße, aber das Brot zieht es runter. Es zieht es einfach runter. Es hat deutlich besser abgeschnitten. Aber die Leute mögen das hier. Die Geschmäcker sind verschieden. Und dann gibt man dem natürlich auch eine bessere Bewertung. Aber wenn man das einfach anders kennt, anders mag, ist es schwierig zu bewerten. Wir gehen zum letzten Döner. Ach, mein letzter Döner, bist du bereit oder was? Tot. Ja, wollen wir dann Aula das einen noch danach trotzdem testen? Ja, oder wir fahren noch Steak essen bei Nusret in Dubai. Letzter Döner, ausgewählt natürlich auch aus euren Kommentaren. Knallt sie mir voll wieder. Bin natürlich nur aus euren Kommentaren am Start hier. Und das ist wieder ein komplett selfmade Döner. Fleisch selber, Brot selber, soll alles selber sein. Wir sind am Start, geile Musik. Ich liebe es. Türkisches Restaurant, Döner. Schöne Musik, türkische Musik. So, selbstgemachter Spieß, ich hab schon gefragt. Macht ihr Brot auch selber? Alles. Alles, ne? Oh, super, das sieht geil aus. Letzte Station, ich bin fertig, ich schwör's euch. Alles machen die selber hier, das sieht richtig geil aus. Warum soll der denn so gut sein hier, der Döner? Alle sagen, heftiger Döner. Wieso? Weil macht ihr alles selber. Den Döner selber, den Brot selber, Fleisch, Hähnchen, Lamm. Habt ihr Spezialrezept? Ja, auf jeden Fall. Die Lade gibt es seit 30 Jahren. Ja. Ist das Lamm dazu? Kalblamm gemischt. Kalblamm. Alle machen hier Kalblamm gemischt, die meisten. Ja. Ich glaube, ich nehme mit Schaf und Tzatziki und dann nehme ich Zwiebeln und Salat nur. Ja, perfekt. Ahmed, ja. Hat deine herzliche Fresse. Ja. Sehr gastrollig immer. Sieht gut aus, der sieht gut aus. Ja, so viel knuspriger, das höre ich direkt. Das habe ich auch direkt gemerkt, als das aufgemacht hat. Das knuspert mal das Brot wieder dick. Auch wieder dick, ne? Ja. Auch wieder dick. Hier unten ist, da sah man sich die Soße, die ist gut klar. Oben ist zu trocken. Aber wir suchen das ein klein bisschen aus, in Klammern. Die Leute mögen das hier. Ganz frischer Salat, ganz lecker. Ausgerechnet Soße. Ich habe gleich mit Bewertung. Aber für diese Soße gilt, für einen anderen Döner. Nicht besser, nicht schlechter als andere. Schön mit der Minze, da ist Minze drin. Zum ersten Mal finde ich krass. Wenn man hier rein. Minze? Ich dachte Petersilie. Die haben Minze reingemacht. Ach krass, okay, heftig. Hätte ich niemals, hätte mich vorgefallen, hätte ich gesagt nein. Feier. Feier. Gibt einen Pluspunkt für was Außergewöhnliches. Muss ein Döner nicht haben. Aber wenn es geil ist, ist es halt nun mal geil. Also Gesamtfazit zu dieser Tour in NRW, muss man einfach sagen, durchweg, das Brot ist einfach überall gleich und für mich nicht alles andere als überragend. Fazit aber auch von NRW, das Fleisch bei mir, für mich hier auch überdurchschnittlich gut und ich gebe den Döner sogar auch eine 8,3 Punkte, weil es einfach lecker ist und das Fleisch ist das Herzstück und das macht den Hauptpunkt aus. Da kann auch die Soße mal nicht ganz so trumpfen, das Brot mal nicht ganz so trumpfen. Das ist für mich das Wichtigste. Salat frisch, alles geil durch die Minze, gibt einen extra Punkt. Ja Leute, die Tour durch NRW, sag ich mal, dass ich habe ja wirklich die Top-Empfehlung, alles das Beste, was ging. Ich habe recherchiert, nicht nur bei euch, im Internet, überall, was geht, selbstgemachter Döner, alles und mehr. Da finde ich, habe ich sogar mehr erwartet, dachte ich, kommt so ein richtiger Knaller, das nicht. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz bin ich vom Fleisch geflasht. Überall diese Handwerkskunst, top. Auch Brot selber gemacht und wenn es nicht mein Geschmack ist, ich danke euch fürs Zuschauen. Vielen Dank, lasst mir einen Daumen oben da. Danke für euren ganzen Support, haut mir auch die Glocke an, Kommentar und dann bis zum nächsten Mal. Puff.